Und der Ermin hat mir gerade ein Foto geschickt, der hat sich seine Haare kurz schneiden lassen. Nachdem ich ihm das 10.000 Mal gesagt habe, bitte schneid dir doch mal eine schöne Frisur. Ich fand diese Lücken ja ganz schön, so nach hinten, die waren ja so ein bisschen länger. Aber ich finde einfach, so mit kürzeren Haaren würde er besser aussehen. Und er hat mir gerade ein Foto geschickt, aber beim Friseur. Viel sieht man da jetzt auch nicht. Und ich weiß auch nicht, wie ich dieses Pony einschätzen soll, ob das gut aussieht oder nicht. Aber er sieht auf jeden Fall besser aus als vorher. Ja. Ja, ihr Lieben, wir haben jetzt 20 vor 3. Und jetzt hat mich gerade meine Freundin Jasmin angerufen und hat mich zum Dolma-Essen eingeladen. Letztes Mal waren wir ja unterwegs mit ein paar Freunden von ihr in Essen, in so einem türkischen Live-Musikladen. Und da hatte uns der eine, weil der kann sehr gut kochen, ich glaube, der ist auch Koch, der hatte uns zum Dolma-Essen eingeladen und jetzt machen die das alles bei der Freundin von der Jasmin hier in Oberhausen. Ja, und sie meinte, komm, heute essen wir und so, voll gut, kleine Truppe. Und ja, ab nächste Woche kann man sich auch nicht mehr sehen. Jedenfalls habe ich gesagt, ja, ich habe Alexandro. Sie meinte, kein Problem, also ich nehme jetzt Alexandro mit. Jetzt habe ich Saida auch Bescheid gesagt, dass sie den Eamon auch mitnimmt. Und dann nehme ich die Saida wohl auch mit, aber sie weiß es noch nicht genau, weil sie noch einkaufen gehen muss und so, ob die das alles schafft. Ja, falls nicht, fahre ich alleine. Falls sie es schafft, hole ich Saida noch ab und dann kommt sie auch mit. Und ja, es wird auf jeden Fall ein lustiger Abend und ich nehme euch dann auch mit und zeige euch mal, was es so Leckeres gibt. Ich freue mich drauf. Deswegen werde ich jetzt nichts essen, damit ich gleich ganz viel Hunger mitbringe. So, ihr Lieben, ich habe mich jetzt fertig gemacht. Das ist mein Outfit of the Night. Gleich zum Essen gehen. So sehe ich aus. Ja. Ich habe die Ohrringe an von Corazul, das Armband von Corazul und Schmuck, hier die Ringe von Stillnest, aber die zeige ich euch noch. Ja. So schaue ich aus, das Kleid von Shein, Schuhe von Guess und dazu ziehe ich diesen Mantel an von Shein. Stelle euch mal kurz hier ab. Der ist so schön kuschelig warm. Der Werbegeber von Sol hat mit seinem Schild den Wagen zerkratzt. So. Sekunde, Sols Werbegeber ist gestolpert und in die Karte. Murray hier. Sol. So. Los geht's. Bis gleich. Was machst du, Schatzi, da? Ich, was ist das? Das ist Hummus. Ach, lecker. Das ist dein Lieblings, aber es ist alles frisch gemacht. Und was ist das? Das ist Aubergine. Das ist Aubergine, gefüllt mit Salat. Geil, das macht meine Mama auch. Hey. Ist hier auch Knoblauch drin? Ja, 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 die macht das auch so. Hier ist Hummus, hier ist ein Salat. Ja, dein was haben wir noch? Das ist Fleisch, Reis, alles. Alles? Alles, alles ist. Da ist Couscous und wird gleich alles gedreht und gemacht. Oh, geil. Ich bin jetzt hier, wir essen jetzt gleich. Mein Schatzi da hatte eine Augen-OP. Und wie? Eine Lidstraffung. Ich lass mich nicht zeigen. Keine Nahaufnahmen heute, keine Nahaufnahmen. Bitte nicht, ich krieg den Schock. Nein, nein, aber sie hatte eine Lidstraffung, dass sie sich das überhaupt getraut hat. Ich würde mich das nie trauen. Es ist das Schönste, was es gibt. Ja, das Ergebnis wird bestimmt geil also aussehen. Jetzt schon kann ich mich nicht beschweren. Ich brauche mal bitte sehen. Gut, ihr Lieben, ich schaue gleich weiter auf. Wir sind eine große Runde. Ja, das wird jetzt gleich gegessen. Hier Nachspeise von den Händen von Jasmin. Das hat sie gemacht. Lecker, lecker.
Das ist so ähnlich wie Künefe, aber auf Arabisch, hat sie gesagt. Ja, libanesisch. Das wird mit Mozzarella und so, gar nicht. Bei dem türkischen Kneifen machen die das nicht. Bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Das bringt Glück. Bringt Glück, bringt Glück. Alles klar bei dir? Ja, ihr Lieben, wir haben jetzt 10:30. Wir sind wieder zu Hause. Es war ein schöner Abend. Wir hatten sehr viel Spaß. Wie ihr gemerkt habt oder wie ihr gesehen habt, ja, total tolle Leute und ja, es war auf jeden Fall sehr schön, sehr familiär. Essen war sehr lecker. Ja, jetzt wird sich abgeschminkt, geduscht und ab ins Bett. Bis morgen. Gute Nacht. Guten Morgen. Ich bin so K.O. Ich habe verschlafen, Leute. Guckt mal, ich habe nicht mal meine Haare gebürstet. Ich bin seit gestern so. Ich bin gestern, wo ich nach Hause gekommen bin. Aber hier sieht man noch meine Extensions. Mein Gott. Mein Gott. Ich bin hier in Gelsenkirchen. Saida ist jetzt irgendwo ein Parkticket holen. Denn wir machen uns jetzt die Wimpern. Ist ja so der letzte Termin. Bei der Saida habe ich ja keinen Termin bekommen. Und jetzt gehe ich zu Saidas Wimpern, Wimpernstudio. Das sind irgendwelche Vietnamesen. Ja, und ich habe verschlafen. Ich sollte um 8:30 bei Saida sein und mein Wecker hat nicht geklingelt. Ich habe den um 8 Uhr gestellt, aber da stand nur donnerstags. Keine Ahnung, ich habe es nicht gemerkt und ja, der Wecker hat nicht geklingelt. Ich bin aber um 7:45 wach geworden und habe mich ganz schnell angezogen. Wie gesagt, nicht mal gebürstet. Habe mein Kind eingepackt. Ich so, Alexander, wir müssen jetzt los. Der so, oh. Ich so, du gehst zu Amen. Oh, wisst ihr, wie schnell der wach war und angezogen war? Ja, zum Freund geht immer. Ja. Da kommt mein Schatzi. Ja, jetzt ist Amen, weil also der Papa passt auf. Und der, also der Mann von Saida passt auf. Da ist sie. Schlank und rank. Schlank und rank. Kein Babybauch mehr. Nee, dafür Brüste. Dafür Brüste. Brüste sind immer gut. Sexy. Ja, jetzt machen wir uns Wimpern und ich bin voll müde. Ich schlafe da bestimmt gleich ein. Bis gleich. Guten Morgen. Heute ist Sonntag. Und wenn ihr denkt, was mache ich hier mit dem Spiegel? Ey, ich liebe dieses Teil einfach. Ich habe das jetzt schon so oft gezeigt, aber ich benutze es halt jeden Tag, ne? Also, ihr wisst, Spiegel, Bluetooth-Speaker, Spiegel mit Lampe und abends noch eine ganz normale Lampe kann man draus machen. Und abends mit Beleuchtung. Ja, und das Coole ist, man kann es ja über USB laden. Also man muss es nicht die ganze Zeit irgendwo stehen haben. Und es ist jetzt geladen und ich kann jetzt hier rüber Musik hören, egal wo. Und dann nehme ich das immer mit, wenn ich zum Beispiel im Badezimmer sauber mache, nehme ich das mit dem Badezimmer und höre darüber Musik. Wenn ich jetzt in der Küche bin, stelle ich das hier hin und höre jetzt darüber Musik. Also das Ding ist einfach cool. Ich liebe es. Ich habe es ja auch nach Leipzig mitgenommen. Ich verlinke es euch gerne nochmal unten in die Infobox. Ich habe auch gesehen, viele haben es nachbestellt, aber das Teil ist wirklich cool. Also das... Ich glaube, sowas können einfach nur die Chinesen erfinden. Ich liebe es auf jeden Fall. Ja, jetzt habe ich die Musik kurz ausgemacht, weil es geht ja nicht, wenn ich, hier quatsche mit euch, kann ich leider keine normale Musik laufen lassen, sonst kriege ich Probleme mit der GEMA oder kriege ich einen Strike auf mein Video. So ist das halt auf YouTube. Deswegen kann ich jetzt gerade keine Musik laufen lassen. Ja, heute ist Sonntag. Gestern habe ich... glaube ich, gar nicht aufgenommen. Ich habe gestern den ganzen Tag das schöne Wetter genossen. Es war ja so sonnig und warm. Wir hatten gestern 17 Grad, als ich im Auto eingestiegen bin. Und dann sind wir zum Landschaftspark gefahren, eher gesagt. Und dann ist der Alexander da mit seinen ferngesteuerten Autos ein bisschen rumgefahren, mit seinem Hoverboard, hat ein bisschen Fußball gespielt. Ja, gestern Abend habe ich noch gebadet und mich richtig abgeschminkt. Also bei mir ist es halt so, ich schminke mich nicht ab, also natürlich schminke ich mein Gesicht ab, aber ihr seht zum Beispiel meine Augenbrauen, die schminke ich nicht so oft ab, weil ich habe dieses Tattoo Brow von,
weiß gerade nicht von welcher Marke, muss ich gleich nochmal gucken. Und das bleibt ja immer 3-4 Tage drauf, also wenn man das nicht abschminkt, und dann ist das ganz praktisch. Ich habe zwar das Microblading, aber das hat ja nicht so gut gehalten oder hat nicht so gut gehaftet, als er das dran gemacht hat, weil ich war ja schwanger an dem Zeitpunkt. Und ich glaube, da hat das irgendwie... Ich habe auch sehr viel geblutet, als der da reingepiekst hat. Von daher, glaube ich, ist das nicht so gelungen. Ja, meine Augenbrauen sehen in natura halt so aus. Ja. Und ich habe heute mega die Kopfschmerzen. Ich weiß auch nicht. Richtig krass, Kopfschmerzen. Ja, gestern war Halloween. Also ich habe nichts gemacht. Wir waren, wie gesagt, den ganzen Tag im Landschaftspark. Und dann abends haben wir Supertalent geguckt und sind dann eingeschlafen. Ganz chillig, haben nichts gemacht. Großartig viel machen konntest du ja sowieso nicht. Von daher, was habt ihr so gemacht? Würde mich mal interessieren. Habt ihr irgendwie eine Party gefeiert zu Hause? Heute sehe ich auch so verschwommen. Ja, ich war gestern, ja, Wimpern machen. Ja, genau, da habe ich doch kurz gevloggt. Bei einer Chinesin, da wo die Saida immer hingeht. Ja, sind auch ganz gut geworden. Kann man nicht meckern. Besser so als irgendwie voll die Lücken dazwischen zu haben, und während Corona ist und man nicht weiß, wohin mit sich. Ja, wie gesagt, wir frühstücken jetzt. Heute habe ich hier auch Remi Demi. Um 13 Uhr kommt die Samia, da wo ich zum Lasern war. Sie macht auch Mikroneedling und macht alle Anwendungen, die sie anbietet, macht sie auch mobil. Das heißt, sie kann auch zu euch nach Hause kommen. Und heute habe ich das mal ausgenutzt. Und sie kommt zu mir nach Hause und macht mir Mikroneedling. Ich bin mal gespannt, wie meine Haut darauf reagiert, weil ich sehr empfindliche Haut habe. Das wisst ihr ja, ich habe auch Rosacea. Habe es aber ganz gut im Griff, jetzt seit einem Jahr ungefähr. Ja, mal schauen. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, das ist nicht schlecht für meine Haut. Ja, ich bin so zwiegespalten, aber sie meinte, das würde meiner Haut sehr gut tun. Da bin ich mal gespannt. Leute, man entdeckt immer was Neues. Ich habe euch doch letztes Mal hier von Yangdo Heißluftfritteuse sagen. Diesen Aromadiffuser, also diesen Raumduftspender, der wieder auf Deutsch heißt, gezeigt. Ne? Der ist ja auch hier mit LED-Licht. Abends sieht das halt echt schön aus. Und da macht man halt Duft rein und dann ja, kann man einstellen, wie lange das halt läuft. Und ich habe letztens in der Beschreibung gelesen, dass es auch ein Bluetooth-Speaker ist. Also darüber kann man auch Musik hören. Ich habe das jetzt gekoppelt über Bluetooth. Darüber kann man Musik hören. Ich kann es jetzt nicht länger laufen lassen. Ihr wisst, wie ein GEMA. Aber das Ding hat auch Bluetooth-Speaker. Kann ich euch auch gerne nochmal unten in die Infobox verlinken. Gesegneten Sonntag! Halleluja! Ich glaube, ihr habt die Kirchenglocken lang nicht mehr gehört. Gönnt euch, Leute. Gönnt euch Segen. Denn ab morgen schließen alle Läden. Hey, das reimt sich sogar. Könnt euch Segen, denn ab morgen schließen alle Läden. Ah, ist ja cool, wenn man darüber lachen kann, obwohl es traurig ist. Ja, ich habe jetzt Wohnzimmer aufgeräumt. Für alle, die mein Wohnzimmer noch nicht kennen, das ist mein Wohnzimmer. Herzlich willkommen. Ich weiß, ich habe sehr viel Deko. Ich wollte sowieso hier ein bisschen jetzt auch hier die Bilder, mal ein paar neue von Desenio auch hier hin. Hier haben wir noch zum Basteln von der Oma was bekommen gehabt. Kastanien und so weiter haben wir immer noch nicht gemacht. Das liegt hier noch rum. Ja, und wenn man dem Kind Verantwortung gibt, wenn man einem 8-Jährigen Verantwortung gibt, ach Moment, ich muss mal eben diesen Bluetooth-Speaker ausmachen, der hat sich gerade gemeldet. So. Oh. Ja, gönnt euch noch eine Runde. Wer will noch mal, wer hat noch nicht oder so ähnlich. Ja, auf jeden Fall guckt euch mal dieses Mäppchen an. Guckt euch mal bitte dieses Mäppchen an. Guckt euch mal bitte diese Stifte an. Wenn man einem 8-Jährigen Verantwortung gibt und sagt,
Wenn die Stifte alle sind oder wenn du neue Stifte brauchst, sag Bescheid. Dann tun wir neue Stifte rein, als ob wir nicht genug Stifte hätten. Ja, so sieht das Müppchen aus. Denkt ihr, er denkt dran, wenn er nach Hause kommt, dass sein Mäppchen mal aufgeräumt werden müsste oder neue Stifte rein müssen? Ich weiß nicht, guckt ihr da immer selber rein? Also ich habe ihm gesagt, Alexandro, wenn du was brauchst, ne, was Neues, dann sag Bescheid, bevor du da Ärger kriegst in der Schule. Also ich denke mir schon, dass er da Ärger bekommen hat bei so einem Mäppchen. Ja, das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Hier sind noch seine Griechischaufgaben, die müssen wir jetzt auch noch machen. Sein Kind... Oh, ist gut jetzt hier. Ja, gesegnet sei unser Leben. Das Kinderzimmer ist momentan drüber und drunter. Da muss noch... Also, wir sind gerade dabei auszumisten, weil er hat hier halt sehr viele Sachen und ich möchte diese komischen Schränke hier weg haben. Ich möchte von Ikea ihm neue holen. Schönere. Die finde ich nicht schön. Das sieht hier echt total... Ach, das sieht nicht schön aus. Das sieht mir zu billig aus. Also ich finde es echt nicht schön. Da wollte ich mal die Tage nach Ikea ihm ein bisschen was Schöneres holen. Ne? Und guck mal, bitte sein Schreibtisch wieder aussieht. Wir haben jetzt da alles draufgeschmissen, weil wir mal gucken müssen, ein bisschen ausmisten müssen, was er braucht, was nicht. Und hier sind noch in den Kartons sind seine Sachen, die rausgewachsen sind. Da müssen wir auch noch gucken, wohin damit, ob ich die verkaufe, ob ich die einfach in den Keller stelle. Weil Trödelmarkt wurde ja nichts dieses Jahr, ne? Und ich habe da keinen Bock, alles einzeln bei eBay Kleinanzeigen reinzustellen. Das ist total nervig. Ja, hier habe ich auch noch Sachen, Gardinen von mir und Kissen rumliegen. Okay, ich weiß, das gehört hier nicht hin. Aber ich wusste jetzt nicht, wohin damit. Erstmal weg vom Wohnzimmer. Ja, und hier hat er so viele Spiele, da müssen wir auch nochmal gucken, dass wir hier ein bisschen ausmisten. Also sein Zimmer muss auf jeden Fall neu gemacht werden in den nächsten Tagen. Mal schauen, ja. Und Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne fällt wahrscheinlich auch aus dieses Jahr, würde ich mal sagen. Ich wollte euch auch noch meine neuen Ringe von Steelnest vorstellen. Da hatte ich euch letztens schon gezeigt, dass hier was angekommen ist. Muss mal kurz gucken, in welcher Schatulle ich das habe. Ach hier, okay. Also, Steelnest wird in Deutschland produziert. Man kann es in ganz Gold haben oder in Gold Vermeil. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, ob es Vermeil heißt. Und zwar habe ich das in diesem Gold Vermeil geholt. Das ist vergoldet. Also das heißt, es ist eigentlich Silberschmuck mit einer hauchdünnen Schicht Gold drüber. Ich guck mal eben. Der zoomt nämlich nicht richtig. Ich habe nämlich einmal diesen Ring hier. Den habe ich mir individualisieren lassen. Da steht jetzt Armani drauf. Also man kann da egal was draufschreiben. Ja, so schaut der aus. Finde ich richtig, richtig schön. Und dann haben wir hier die zwei Ringe. Das sind zwei. Auch das gleiche Goldvermehl. Also Silberschmuck mit einer hauchdünnen Schicht Gold drüber. Ich habe auch einen Code für euch, Niki10, da könnt ihr nochmal sparen. Und ich zeige euch jetzt auch mal die Seite von denen. Hier ist nochmal die Beschreibung. Schmuck aus Vermeil gleicht in seinem Aussehen reinem Goldschmuck, ist jedoch deutlich preisgünstiger. Das liegt daran, dass hier ein Schmuckstück aus Silber nur von einer dünnen Goldschicht überzogen ist. Bei Vermeil gibt es vorgeschriebene Maßstäbe für die verwendeten Materialien. So muss es sich mindestens um 10-karätiges Gold und um hochwertiges Sterling-Silber handeln. Außerdem müssen alle sichtbaren Seiten mit Gold beschichtet sein, wobei der Überzug eine Dicke von mindestens 2,5 mm aufweisen muss. So, das ist einmal hier der Ring, den ich bestellt hatte. Heißt das Karat? Also dann ist der in 24 Karat Gold Vermeil. Und dann kann man die Ringgröße auswählen und die Gravur. Der kostet zum Beispiel 99 Euro. Klar, wenn man den auch in Massivgold kaufen möchte, kostet der mehr. Das ist einmal der eine Ring. Und ja, hier gibt es verschiedene Kollektionen. Es gibt auch Ohrringe oder Halsketten. Alles möglich. Aber ich habe halt die Ringe bestellt. Die fand ich richtig schön. Was ich auch schön finde, sind die, sag schon, die Sternzeichen. Finde ich auch mega, mega schön. Die haben echt eine schöne Kollektion.
Ich gucke nochmal bei den Ringen, was ich noch bestellt hatte. Die haben echt schöne Sachen, ehrlich. Hier, das ist der andere Ring, den ich bestellt habe. Und dann habe ich ja noch einen dezenten Ring bestellt. Ich glaube, das ist der hier. Ja, ich verlinke euch auf jeden Fall alles nochmal unten in die Infobox. Dann könnt ihr euch das anschauen. Auf jeden Fall sehr schöne, hochwertige Sachen. Vielleicht auch zum Verschenken jetzt zu Weihnachten. Rabattcode und Links, wie gesagt, unten in der Infobox. Ich brauche eine Schüssel mit lauwarmes oder besser gesagt so ein bisschen so, ja, so heißes Wasser für die Reinigung. Okay. Ich mache das so. So richtig so. So ein Mickey Mouse Typ, ne? Ja. Bist du Mickey Mouse Fan? Ja, die hat auch Pullover. Ach ja. Warte, jetzt muss ich das auch ein bisschen. Ja, ich glaube, muss ein bisschen. Genau, ich habe es gerade verschoben. Gute Nacht. Let the old be dead. Let the shadows leave my head. When the world is on your shoulders and you feel